Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV. Ich freue mich sehr. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um die sogenannten Achai. Achai sind geistige Wesenheiten, wie wir gehört haben, im Video über die geistige Hierarchie, die drei Stufen über uns stehen. Engel, Erzengel, Achai. Daher kommt das Wort Archetypus. Sie heißt im Griechischen auch Arche, also ein Archetypus. Daher kommt dieses Wort, die berühmten Archetypen. Und jetzt nennen wir genau in der geistigen Wissenschaft, in der Wissenschaft der Eingeweihten, werden diese Geister, diese Achai oder Arche, werden Geister der Persönlichkeit genannt. Das heißt, sie haben etwas zu tun mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Archetypus. Das ist eine wunderschöne Erklärung dafür, was Menschen auch wie C.G. Jung unter Archetypen verstanden haben. Archetypen sind Typen, aber sie existieren ganz real in der geistigen Welt. Und welche Aufgaben haben nun diese Archetypen oder diese Achai? Zum einen uns offensichtlich Persönlichkeitsstrukturen zu geben, eigene Persönlichkeitsmerkmale. Aber sie haben noch eine andere Bedeutung. Und das Interessante daran ist, dass wir gehört haben von den Erzengeln, dass sie heißen Achangeloi. Ja, die Erzboten, kann man sagen, sie sind Boten, das ist die richtige Bedeutung. Sie sind die Boten der Achai, der Wesenheiten, die genau eine Stufe über ihnen stehen. Das heißt, in diesem griechischen Wort der alten eingeweihten Mysterienschüler drückt sich schon aus, dass sie wussten, dass die Erzengel eine Stufe unter den Achai stehen. Und wir haben gehört, dass die Erzengel, also eine Gruppe von Erzengeln, immer die Aufgabe hat, ein Volk zu leiten, zu lenken. Das ist ihre große Macht und ihre Aufgabe und uns auch die Sprache zu geben. Das heißt, Erzengel lenken ein ganzes Volk, Engel begleiten einen einzelnen Menschen. Was macht nun ein Achai? Das ist fast schon logisch. Ein Achai ist ein sogenannter Zeitgeist, das ist auch eine andere Übersetzung. Und ein Zeitgeist lenkt immer ein sogenanntes Äon. Dieses Wort Äon ist ein ganz bestimmtes Zeitalter, das wir gut kennen. Es gibt ja viele, die behaupten, wir leben im Wassermann-Zeitalter, da wird es ein eigenes Video dazu geben. Fischezeitalter, Wassermannsalter, diese sogenannten platonischen Monate dauern 2160 Jahre. Und die nannte man die Äonen. Und Äonen ist im Grunde genommen ein Begriff für ein geistiges Wesen, beziehungsweise für die Zeit einer Regentschaft eines geistigen Wesens. Und ein solches geistiges Wesen ist ein Achai oder ein Achai. Das heißt, diese geistigen Wesen, drei Stufen über uns, haben die Fähigkeit, die Menschheit als Ganzes, jetzt nicht mehr ein einzelnes Volk, sondern die Menschheit als Ganzes zu lenken und zu leiten in einer bestimmten Entwicklungsepoche, in einem bestimmten Zeitalter. Sie haben eine ganz bestimmte Führungsaufgabe. Sie sind Regenten. Deshalb werden sie auch von Luther dann übersetzt als die Fürstentümer oder die Fürsten, wenn es dann heißt von den Lateinischen die Potestatis. So, das sind die verschiedenen Begriffe. Sie sind Lenker eines Zeitalters. Das ist die mächtige Wesenheit eines Achai. Und wie haben diese Achai auch mit uns zu tun? Wir haben bei den Engeln gehört, dass sie vor allen Dingen im Denken mit uns verbunden sind. Wir haben von den Erzengeln gehört, dass sie im Fühlen und in der Sprache, das hat viel mit dem Gefühl zu tun, mit uns verbunden sind. Und die Achai nun haben mit unserer dritten Kraft zu tun, mit unserem Wollen. Überall, wo wir etwas tun, wo wir handeln in der Welt, da stehen wir auch in Verbindung mit diesen Wesenheiten. Und das große Geheimnis wiederum des Schlafes ist es, dass wenn wir in die Nacht gehen, treten diese geistigen Wesenheiten sozusagen an das heran, was wir während der Nacht getan haben, während des Tages getan haben. Denn unsere Taten haben Auswirkungen. Und diese Wesenheiten gehen nun und kommen und schauen sich an und betrachten, was wir getan haben und schauen, ob es darunter Handlungen gibt, Taten, die aus Liebe
getan wurden? Liebestaten. Sie interessieren sich ausschließlich für Liebestaten. Und Liebestaten haben eine wunderbare Wirkung in der geistigen Welt. Aus diesen wird etwas Neues erschaffen. Und diese Liebestaten werden von diesen Achai in der Nacht übernommen. Das ist das Geheimnis der Nacht. Das heißt, überall da, wo wir liebevoll gewesen sind, da befruchten wir die geistige Welt, da haben wir einen Beitrag geleistet für die geistige Welt. Haben wir während des ganzen Tages nur egoistisch gedacht, dann bringen wir in der Nacht nichts mit in die geistige Welt. Also, dafür stehen diese Achai auch. Sie stehen in ganz enger Beziehung zu uns und zu unseren Taten. Deshalb vielleicht ein kleiner Hinweis, immer mehr ins Bewusstsein zu gehen, was du während des Tages tust. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen.